Wir müssen ja noch mal. Entschuldigung, aus irgendeinem Grund hin können. Meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Ach, ein. Also nicht. Fernrohr. Können wir irgendwas abmontieren oder so? Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Aha. Auch das Gleiche. Okay, dann können wir echt nichts mehr machen. Es läuft doch. Das gibt's ja überhaupt nicht. Waschbecken. Wir brauchen irgendein Gefäß. Ein Gefäß wäre ein Topf zum Beispiel. Den Topf kriegen wir aber nicht, weil Herr Rufus so blöd ist, einen roten Vorhang als Topflappen zu benutzen. Man erkennt mich. Ja, natürlich erkennt man noch, was es ist, ey. Mehr ist wohl reicht ja. Da ist bestimmt was in der Innentasche. Da sind schon genug Löcher drin. Das kannst du so nicht sagen. Spüle, Mauseloch, Sofa aufschlitzen. Meine Sachen kennen keine Materialermüdung. Das glaubst auch nur du. So. Wer klingelt, wie dieses Ding da hinten bedient, oder was? Wir können auch nichts anklingen, andingsen irgendwie. Papagei? Vielleicht hiermit. Vielleicht hiermit was? Ich quäl und im Ge- Na klar, so, erklär mir das mal bitte. Vielleicht. Was könnte denn da helfen? Für eine Türklingel. Irgendwie gar nichts, ein Schild. Vielleicht. Also nicht. Entschuldigung, dass ich was ausprobiert habe, ey. Halt mir Klabuzzi, Junge. Trifft immer. Weißt du, kannst immer bringen hier. Solche Assis, ey. Brennmaterial, ein Gefäß, Papagei aufwecken. Alles nicht möglich. Mit dem Fenster muss noch irgendwas sein. Ich kann auch gerne alles random durchkombinieren. Könnte ich eigentlich auch machen. Oh, jetzt. Meine Güte. T.L. zu blöd für die Steuerung hier. Ich kann Toni doch nicht einfach ohne. Das würde sie. Luftballon dazwischen claimen konnte man nicht. Ich kann Toni. Oh, das. Ein Dart-Pfeil. Boah, ich sollte echt einfach eine Runde schlafen, Mann. Das ist ja Hammer. Hebel, Windschutzscheibe, Trucktür. Mit dem Stier. Muss ja auch irgendwas gehen. Anbohren. Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Genau. Immer erst die Gegenbeispiele zeigen. Das ist eine gute Taktik. Sitzt hier messen. Und heute. Ja, so schon mal nicht. Und es war ein Witz, meine Güte. Nicht. So. Richter. Den brauchen wir wahrscheinlich nicht dafür. Die brauchen wir wahrscheinlich für irgendwas anderes. Toro! Geh! Noch mehr gelangweilt, ja. Frei? Wie langweilig? Ah, Mann. Es passt aber auch gar nichts hier. Ich hab total Spaß. Nee, ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Mit ein bisschen meine ich komplett, aber das ist bei mir zum Glück nichts Neues in Point-and-Click-Adventures. War ja zum Glück schon öfter so, dass bei mir überhaupt nichts mehr funktioniert hat. Rein hirnmäßig. Wenzel, hast du noch einen Tipp für uns? Du hast ein bisschen bei Pups. Aller Ehrlich. Ja, du kannst auch die Fresse halten und mal reden. Hey Wenzel, was gibt es? Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Oh ja. Worum geht es denn diesmal? Moment. Kurz checken, so jetzt. Schwarzes Pulver. Haben wir klares Wasser. Das ist interessant. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden.
Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater einst klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Puh, träum weiter. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Okay. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Hast du eine Idee, woher ich schwarzes Pulver bekomme? Schwarzpulver? Keine Ahnung. Du bist doch der Fachmann, was Explosionen anbetrifft. Immerhin explodiert jede zweite deiner Erfindungen. Was auch heißt, dass jede zweite nicht explodiert. Da hat er einen Punkt, ich glaube, ich mach das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Weil so klein ist. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Aha. So. Ich will mein Erbe zurück. Deal ist Deal. Komm schon, wir sind doch Freunde. Und Freunde halten ihr Wort. Steht wo? Vergiss es einfach. Ich will hier einen rechtsgültigen Vertrag sehen, ganz ehrlich. Genau. Das war Jingle Bells auf komisch. Wir haben das gibt's nicht, ey. Ich kann auch nirgends der Lösung nachschauen, weil ich gerade nirgends Internet habe, weil ich mein Kabel nirgends angeschlossen habe. Es ist ja klar, was ich machen muss. Es fehlt einfach nur, weißt du, es fehlt so der entscheidende Schliff. Der Schnipser unter den Schnipsern. Ich kann höchstens noch mal im Notruf-Ding nachgucken, da muss ich ja sowieso hin gleich. Aber erstmal hier. Hier war nichts mehr. Wir können nur einmal Lonzo anquaken. Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem. Besorgt die Sache. Ich. Alles klar. Anquasseln, so. Wegen des Pulvers. Schieß los. Ha, schieß Pulver. Ich hab schwarzes Pulver. Gut. Es ist aber kein Schwarzpulver, oder? Nein. Ich sag das nur, weil es extrem gefährlich wäre und. Ja, nein, schon klar. Es ist einfach nur schwarzes Pulver. Wie im Rezept. Gut. Okay. Was meinen die wohl mit besonders aufputschend? Keine Ahnung. Vielleicht hat... Dabei fällt mir ein, Dr. Gizmo hat doch bestimmt eine Art Aufputschmittel in seiner Praxis. Und was hab ich gerade gesagt? Keine Ahnung. Wenn du öfter mal was Hilfreiches sagen würdest, würde ich vielleicht auch mehr zuhören. Das habe ich wohl verdient. Richtig. Ich habe eine heiße Bohne. Eine Chili-Bohne? Sehr clever. Ja, ich bin schon ein Teufelskerl. Zumindest irgendwas aus der Hölle. So viel ist klar. So viel ist klar. Ja, Freundchen. So. Ich schaff das. Ich kann. Wasser. Sieht abenteuerlich aus. Sieht ganz schön abenteuerlich aus. Ist es auch. 1A. Das wollte ich hören. Du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Wahrscheinlich nicht. Also kannst du es auch genauso gut für dich behalten. Aber die Geschichte hat alles. Action, Dramatik, Liebe. Kommt ein Drache drin vor? Nein. Dann bin ich nicht interessiert. Oh, dann klaue ich mir die Story von dem Moment, anderen. Lass mich erstmal ausreden. Ich glaube, da war wirklich ein Drache. Zu spät. Verdammt. Ach, scheiße. Na gut. Ich gehe da Zutaten besorgen. Mach das. Mach mal. Spreng. Das ist eine gute Frage. Ich würde es ja nochmal versuchen, wenn ich wüsste, was ich tun soll. Und wen ich hier in die Luft sprengen soll. Hier und hier. Das wäre wenigstens so springermäßig. 2 und 2. Ich glaube nicht, dass es da irgendwas mit zu tun hat, aber prinzipiell. Oha, das Sprengsignal.
Achtung! Sprengung! Also nicht so Notfallstation. Komm mal hier noch an irgendwas. Lachgascontainer. Wahrscheinlich sagt er, wir haben schon einen Ballon mit Lachgas oder irgend sowas ähnliches. Einer reicht vor. Ja, genau. Kaputt. Muss ich selber wissen. Aber warte mal. Ich habe da eine Idee. Hehe, durch das Fenster könnte ich Leute treffen, ohne gesehen zu werden. Aber da draußen ist niemand. Das Finger ist ja alles schon das ein. Das mache ich lieber in meinem Inventar. Ich dachte, ihr einen Ballon geben und dann raus und dann abwerfen, aber nein, natürlich nicht. Der Mann. Das gibt's doch nicht. Das Einzige, was mir noch einfällt, ist den Dartpfeil auf den Stier. Das ist das Einzige. Alles andere bin ich raus. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Also nicht, okay. Speisen, Rezept, Vorhang, Schild. Der Vorhang hat nichts gemacht. Toro! Hey! Ha. Was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Hast du aber auch recht, Junge. Hast du recht. Jetzt habe ich gar nicht zu Ende geschaut, ob in den anderen Abteilen noch was war in der Notfallstation. Bam, einmal wechseln bitte. An die komme ich immer noch nicht ran. Auch wenn ich sie garantiert treffen könnte. Ich würde sie damit niemals runterbekommen. Du kannst sie doch einfach greifen, Junge. Auch wenn ich nicht. Jetzt kann man einfach mal was tun für sein Geld. Ich spare mir mein. Ich spare. Telekinetisch am Arsch. Ich spare. Du mich auch. Trichter, Narkotiko, Luftwerk, das nützt alles nichts. Es nützt alles nichts, weißt du? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Mit dem richtigen Werkzeug wäre bla bla bla. Gott sei Dank. Bla 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 bla. Haken. Gott sei Dank. Bla 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 bla. Ey, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Hätten wir die Magneten noch, aber wahrscheinlich wärst du auch nicht ich gegangen. Ich spare mir. Ach, was hab ich mir denn eigentlich gedacht? Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Du sollst ihn gar nicht mitnehmen. Ich bin ja eh. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Können wir das wieder reintun? Oder müssen wir es wieder reintun? Der ist so schwer. Ich bin ja. Du bist so ein Held, ey. Du sollst ihn einfach nur wieder reintun. Ist es so schwer, oder was? Ich meine, da ist jetzt nichts drin, ja? Ein Ballon können wir hier reintun, zum Beispiel. Da besteht keine Flucht. Ja, ein Vorhang. Da besteht. Ich will doch nur irgendwie weiterkommen. Ich meine, es ist eine Kuh und sie trinkt Bier. Wie das denn gehen sollte? Mit dem Fach, das kann ja nicht sein. Können wir dich da reinschmeißen? Da besteht. Ja, natürlich besteht hier keine Fluchtgefahr. Spacken, ey. Ich habe eine Idee. Sie muss nur funktionieren. Das ist das Problem. Hier oben ist das Loch offen. Wenn ich also hier oben was Schweres hätte, wie diesen Feuerlöscher, würde hier reinfallen, diese mit Hochschnellen, Handschellen fallen runter. Vom Prinzip her.
So, jetzt muss ich dieses Ding nur noch da reinbekommen. Oder rausbekommen. Oder optional irgendwas. Jetzt sein muss ein Handschweißgerät. Nein. Wie ich Gizmo kenne, wird er meine Sachen noch früh genug konfiszieren. Kann ich dich echt nicht wieder reinstellen? Der ist so schwer. Kann ich nicht wieder reinstellen, das gibt es nicht. Ah. Tu den Hebel hoch. Eventuell müssen wir dieses Ding ja auch noch rausbekommen. Gott sei Dank. Verdammt. Als ob da ein Schloss nötig wäre. Was willst du denn? Aufbohren. Gott. Du bist ein Scheißdreck. Du kannst überhaupt nichts, Mann. Totale Nulpe. Das könnte ich besser. Und ich kann's gar nicht, also. Das will auch was heißen. Wenn es hier weiter so geht, muss ich mal Pause machen. Tatsächlich, so wird das nichts. Den Leuten reden hat auch noch nie was geholfen bisher, deswegen würde es mich wundern, wenn ich jetzt auf einmal, ne? Dieses Schild. Niemals. Und Toni. Und Toni. Können wir ihm deinen Vogel wiedergeben? Er hat seine Aufsichtspflicht sträflich vernachlässigt. Bei mir ist der Vogel besser aufgehoben. Dann halt nicht. Entschuldigung, dass ich mal Ideen hatte. Ist Ding ist zufällig noch Veterinär oder so? Na, was ist denn das? Doch nicht etwa ein super cooles Objet, das viel wertvoller ist als alle Wartenummern zusammen? Noronok. Diese Trottel würden eine gute Gelegenheit nicht einmal erkennen, wenn sie aus einem Sack spränge und sich in ihrem Gesicht festkrallte. Ja, hast aber auch recht, Jung. Geht bei euch noch irgendwas? Nette Hüte? Nette Hüte? Hab ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat... Verstehe. Und die Hose... Hey! Oh. Das hatten wir alles schon. Mit den Hüten muss ja auch noch irgendwas sein. Ich wollte früher immer Matador werden. Ein lässiger Weltraum-Matador in geheimer Mission. Natürlich wolltest du das. Bei meiner nächsten Amputation könnte das nützlich werden. Dr. Gizmo sagt, mit rostfreiem Werkzeug hätte man Wenzels Zeh noch retten können. Schade, ne? Früher hieß er Wenzels, ne? Mit Zeh hinten. Jetzt ist Zeh weg, leider. Ich verstehe nicht, wofür der gut sein soll. Ich habe doch schon genug Löcher. Ja, ja, ne? Bin schon gespannt, was ich mir dafür einfallen lasse. Will Na, jemand... was ist denn doch... Diese... Willst du einen Luftballon? Was haben wir denn da? Ist das etwa ein kleines Präsent, das meine Position in der Warteschlange aufbessern könnte? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Name dran ist. Keine Ausnahmen. Meine Güte. In Fachkreisen nennt man solche Menschen Assi, ey. Weißt du? Geht mit dem Karton noch überhaupt irgendwas? Die Antwort scheint nein zu sein. Die Luftballons lagern hier auf... Ich frage mich, für welch... Und warum auf... Komisch, ne? Ganz, ganz komisch. Hier geht ja auch nichts mehr. Kann ich Gizmo noch irgendwas geben? Bist du Veterinär, genau. Der Ruf ist mal wieder zu blöd. Das ist ja was ganz Neues. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Ja, echt total simpel. Dämlon. Weißt du, wenn ich nur irgendwas hätte, was nicht weiterbringt? Nur irgendwas! Aber nein, nichts! Gar nichts! Ich kann euch auch alle in die Luft sprengen einfach. Wir können ja mal durchrechnen. Oha. Nein, sorry, das wollte ich nicht. Achtung! Sprengung! Es war ein Witz. Oh. Meine Güte. So. Erstmal setzen.
Ihr könnt jetzt mal durchrechnen, also. Wir haben 3, 6, 9, 12, 14 Möglichkeiten. Also der erste Magnet hat 14 Möglichkeiten, dann haben wir 13, dann haben wir 12. Das heißt, wir haben 168 mal 13 sind sehr viele Möglichkeiten. An der Zahl 2194. Vielleicht auch mehr, vielleicht weniger. Also blindes Rumprobieren, weiß ich nicht, ob das wirklich funktioniert. Problem ist, die drei Hauptdinger habe ich ja schon irgendwie versucht zu sprengen. Wasserturm, Toni, Dingens. Und Rathaus. Optional Toni, Rathaus und Benz. Oha. Alles andere, keine Ahnung. Sorry. Da haben jetzt aber vier Lampen gebrannt. 1, 2, 3, 4. Kommt hier was von der Lautstärke an? Nee, kein bisschen. Genau das denke ich mir auch immer. Ich glaube, dieses Ding hier ist ein bisschen verbuggt, oder was? Vielleicht ist es auch an, weil es an sein sollte. Also, weil das richtig war und deswegen ist es angeblieben, meine ich. Oha! Naja, Achtung, Sprengung. Wir können auch auf jeden überhaupt erst einmal sprengen. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Dann bräuchten wir noch nur 5 Sprengungen. Oha. 14 durch 3 aufgerundet ist nämlich 5. Riesenleistung. Sieht nicht so aus. Vielleicht ist es einfach ein Bug, dass dieses Licht angeblieben ist. Was soll das? Das fällt mir gerade erst auf. Was haben die Richtungen zu bedeuten auf den Magneten? Das ist eine verdammt gute Frage. Die sehe ich nämlich auch jetzt erst. So vielleicht. Ich glaub's nicht, aber... Oha! Mal probiert. Achtung! Nein. Auch nicht. Aber es muss irgendwas mit den Formen da drauf zu tun haben. Gehe ich mal von aus. Letzter Versuch. Schild. Es bringt nichts, Toni einen Spiegel vorzuhalten. Sie wird sich ihr bösartiges Wesen niemals eingestehen können. Ach, wie kann man nur so unreflektiert sein? Schlimm, schlimm. Nee, hast du recht, Rufus. Hast du ja recht, mein Kumpel, ne? Ich glaube, ich lasse es erstmal. Ich komme hier echt gerade nicht weiter. Ich schaue einfach nach. Dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Folge oder was auch immer. Bevor ich jetzt noch 2 Stunden rumgurke. Bis zum nächsten Mal, bis gleich oder bis irgendwann oder bis wir sehen uns, ne? Dingens, ich bin Noni und... Bingo, Camingo oder was? Genau so ist es. Mann, du Scheiß!